Mario! Hallo! Ja, hallo auch von mir! Heute drehe ich mal ein Video über eine andere Sache, die mich jetzt seit einigen Wochen schon beschäftigt. Ihr habt ja in den letzten Videos gesehen, dass ich hier mein halbes Haus entmistet habe. Aber nebenbei fröne ich noch einen alten, neuen Hobby wieder. Ich spiele Nintendo 64. Das heißt, dieses Video ist jetzt an alle Videospielinteressierten gerichtet und alle anderen schalten jetzt aus. Das sage ich mit Nachdruck, weil er tut sowieso. Nee, es ist schon auffällig, wie die Klickzahlen durch die Themen mitbestimmt werden. Ich bin übrigens wie immer nackt. Das muss sein, weil hier ist immer noch keiner, der sich um Kleidung kümmert. Schreckliches Leben. Ja, wie kommt es denn zu diesem Video? Eigentlich wollte ich nur meine Zählung machen meiner Nintendo 64 Spiele. Und dabei fällt mir ein, dass ich für einen meiner Stammzuschauer, den lieben NES-Link, schon längst mal ein Video drehen wollte, wo ich ein ganz spezielles Zelda-Modul aus den 80er Jahren präsentieren wollte. Aber ob es dazu heute kommt, das weiß ich nicht. Jetzt aktuell kam ich eher dazu, weil ich eine Volkszählung machen wollte, meiner Nintendo 64 Spiele, und da dachte ich mir, kann ich auch gleich ein YouTube-Video draus machen. Denn ich weiß gar nicht, welche Nintendo 64 Spiele ich besitze, weil ich mir seit 20 Jahren nicht mehr alle angeguckt habe oder nur so im Schnelldurchlauf, dass ich mir nichts gemerkt habe. Und da mache ich die Volkszählung doch heute mit euch zusammen. Das mache ich zum einen, weil ich ein paar Spiele sogar doppelt habe und noch nicht weiß, ob ich sie verkaufen möchte. Zum anderen auch, aber auch, weil ich meinen GameCube verkaufen möchte, obwohl mir das ultra schwer fällt, weil es halt einige dieser Spiele, muss ich auch gucken, wo ich die Alternative spielen kann. Und ich habe damals auf dem GameCube sehr viele Nintendo 64 Spiele durchgespielt, die ich nun mir gerne fürs Nintendo 64 besorgen würde. Und dafür dann als GameCube-Version dann weggeben würde, oder was weiß ich. Aber selbst wenn ich es nicht weggebe, das Nintendo 64 hält die Fresse. Und deswegen spiele ich tausendmal lieber Nintendo 64 als den GameCube, denn der GameCube hat einen Lüfter. Du willst Tag und Nacht nur noch vor Wut mit dem Vorschlaghammer draufhauen. Zudem überhitzt der ständig meine Speicherkarte und die muss ich dann rauspacken und abkühlen, damit ich wieder speichern kann. Was ein Zusatzaufwand jenseits von Gut und Böse ist. Also der GameCube war technisch gesehen keine gute Konsole. Optisch gesehen ja. Spielerisch gesehen auch Spaß gemacht. Technisch eine Katastrophe. So ein kleiner, lauter Minilüfter, der pfeift und flucht und faucht und das geht gar nicht, dieses Drecksding, was das für ein Lärm macht. Macht einen wie so ein 18 Jahre Rechner. Und deswegen möchte ich die Nintendo 64 Spiele, die ich damals auf dem GameCube spiele, lieber auf dem Nintendo 64 spielen, denn das hält die Fresse, es ist lautlos, es ist lüfterlos, es spart Strom ohne Ende. Für mich als Minimalisten und Sparfuchs perfekt. Ja, und als mentalen Ausgleich zu den ganzen harten Arbeiten, die ich aktuell tue, und draußen war ich auch noch, da kommen hoffentlich eines Herrn Tages noch Videos dazu, wenn ich jemals die Kapazitäten finde, das zu schneiden. Einen Aspekt habt ihr schon gesehen, ich entmiste, einen Aspekt habt ihr noch nie gesehen, ich bin draußen. Ein Aspekt ist das mentale Entspannen durch 90er Jahre Videospiele, die ultra viel Spaß machen, die ich aber leider für euch nicht streamen kann. Normalerweise würde ich sie auf Twitch streamen, allerdings fehlen mir die technischen Kapazitäten. Ich habe nicht die Fähigkeiten. Ich kriege ein analoges Signal einfach nicht vernünftig digital in den Computer rein. Noch kein Gerät, was ich mir gekauft habe, funktioniert reibungslos. Ich hatte mal eine alte TV-Karte, die kannst du auch nur unter Windows XP installieren. Da habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild erzeugt vom Nintendo 64-Spiel auf OBS. Und dann habe ich eine USB-TV-Karte, die ich, glaube ich, noch gar nicht probiert habe, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert, weil ich müsste die über 20 Meter Kabel drecken. Denn das sind meine Hauptprobleme. Ihr dürft nicht vergessen, Lüfter für eine so hochsensible Person wie mich ist die Hölle. Deswegen müssen meine Computer immer in Nebenräumen stehen, wo sie dann ihren Lüfterlärm ohne mich bitte vollziehen. Und ich muss immer 20 Meter Kabel in alle Richtungen legen und bring mal ein analoges Signal von hier 20 Meter durch eine 1 Meter dicke Mauer aus purem Stein, wo ich selber mit einem Vorbohrhammer immer auch Löcher bohren muss, ist nicht leicht.
dieses Signal A zu splitten, also ein doppeltes zu machen, damit ich eins am Fernseher habe und noch eins am PC. Die heutigen Capture-Karten sind fast alle nur für HDMI ausgelegt. Und ich habe eine Umwandler gehabt von Cinch in HDMI, aber es hat nicht funktioniert, weil der irgendwas mit Copyright gelabert hat. Also nicht jedes Signal ist rechtlich abgesichert, dass das durch HDMI durch darf. HDMI hat nämlich einen Kopierschutz schon in sich drinne, damit die das vor irgendwelchen Kopierschutzwahn Gedöns schützt. Bla. Totaler Schwachsinn. Kannst einfach nur deine Technik, die du legal verwenden darfst, nicht mehr legal verwenden. Das ist letztendlich, das ist streng keine ohne Ende. Und schützt nicht, sondern immer wieder scharf. Wenn ich Pause drücke und Linse raus rein, werde ich kriege es relativ schnell wieder geschärft. Egal, genießt mich einfach vorschoben. Ja, und deswegen ist das nicht so einfach. Mit HDMI-Kabel wäre es viel leichter oder einfach direkt vom PC aus. Aber spiele mein Nintendo 64-Spiele mit Nintendo 64-Controller mit vom PC aus. Wenn du das schaffst, sag Bescheid. So, also Stream ist aktuell nicht. Ich habe zwar ein paar technische Ideen, aber ich müsste noch zusätzliches Zeug wieder kaufen. Und ich hasse es, Materie zu kaufen, jedweder Art immer. Und noch ein bisschen was verlegen und da fehlen mir auch die Kapazitäten. Vielleicht für immer. Deswegen ich das vielleicht nie für euch streamen kann, aber ich spiele es sehr viel. Und wir gucken mal so durch, was wir für Spiele haben, was gleichzeitig eine Liste ist, die ich dann später, wenn ich mir das Video angucke, in Textform dann auf den PC bringe. Dann weiß ich, aha, das habe ich, aha, das brauche ich noch, aha, das kann eventuell weg. Auch wenn ich wahrscheinlich nichts von 90 Jahre Zeug wegmachen möchte, aber von nach 2000er Konsolen. Ich habe noch zwei Xboxen, die gerne gehen wollen. Vielleicht will mir einer meine Xbox 360 abkaufen, dann mal schreiben. Und meine Xbox 1, die kaputt ist, muss auch noch gehen. Ja. Und aber alles 90er Zeug will ich eigentlich behalten und davon halt so wenig wie möglich. Und das spiele ich halt A, um Strom zu sparen und B, weil es unglaublich glücklich macht und entspannt. Man sollte den ganzen Tag Nintendo 64 Spiele spielen. Und nun drehe ich mal die Kamera um. So. Eines, das hatten wir gleich am Start gesehen, das war Super Mario 64. Das meistverkaufte Spiel fürs N64. Und das teuerste, was je original verpackt verkauft worden ist, für 1,5 Millionen Euro. Das ist das teuerste Spiel, was je verkauft worden ist. Super Mario 64. Es macht heute noch einen Bockenspaß. Nur die Steuerung, die ist wirklich, und die Kameraführung, die ist bei den alten Konsolen wirklich unterirdisch. Und bei der PlayStation fand ich heraus, dass die Steuerung zeitverzögert ist. Wenn du Knopf drückst oder Analogstick bewegst, reagiert das erst eine Sekunde später. Das fällt auf und das bist du durch heutige Spiele überhaupt nicht mehr gewöhnt. Deswegen, dass es eine ganz schöne Umgewöhnung ist, wenn du PlayStation spielst. Aber es macht trotzdem Spaß. Und ist zum Glück nicht bei jedem Spiel extrem, aber es fällt auf, dass bei der PlayStation sogar eine Verzögerung dazu kommt. Beim Nintendo 64 hast du diese Zeitverzögerung nicht, wenn du da Knöpfe drückst. Aber die Analogsticks damals, die sind wirklich unglaublich schwer zu bedienen. Hier haben wir mal zwei von diesen Controllern. Der Analogstick ist unglaublich schwer, wenn er sich auch mal ein bisschen ausgenuddelt hat. Dann wird er nicht leichter, sondern es ist richtig anstrengend, den zu drücken. Die Knöpfe musst du richtig tief eindrücken, damit überhaupt was passiert. Du brauchst Kraft, um das zu bedienen. Und das bist du bei modernen Controllern nicht mal mehr ansatzweise gewöhnt. Das sind so kleine Nachteile, aber man gewöhnt sich dran. Es gibt Schlimmeres. Aber an sich, beide Konsolen brauchen nur 10 Watt. N64 wie auch die PlayStation 1. Die brauchen nur 10 Watt und spart halt Energie ohne Ende. Was da Stromrechnung ist, als wenn du den ganzen PC 200 Watt den ganzen Tag laufen lässt, ist was anderes. Jo, das nächste Spiel, das ich aktuell durchspiele, ist das hier, Star Wars Episode 1 Racer. Das macht ultra Spaß. Die Pod Racer aus dem Film Star Wars Episode 1, die haben mich schon immer angetörnt, auch als ich den Film gesehen habe. Und das Spiel dazu ist grandios. Also die wirklich. So, da ich gerade vom Aufstützen einen Krampf bekam, musste ich mal meine Lage verändern. Ja, das gibt es jetzt übrigens auch per Neuauflage auf Steam für den PC. Ist vor 1 oder 2 Jahren, hat ein HD-Update bekommen. Könnt ihr auch spielen. Das macht ultra Spaß, damit 1000 km/h. Wenn ihr die Cheatcodes noch dazu habt, dann könnt ihr die anderen Porträtsgeschwindigkeiten auch noch manipulieren. Macht mega Spaß. Ist ein bisschen sehr schwer, aber immer mal wieder eine Runde mit einem Porträtser zu drehen, macht Spaß. Wenn ich weiß, dass Porträtser sind, stirbt. Oder guckst du auch aus Episode 1. So, was haben wir denn noch Schönes? Dann habe ich noch
Mario Kart 64, gut, das hat damals Spaß gemacht, ja. Aber ich will nicht zu viele Geschichten erzählen, sondern alles durchgehen, weil so eine Liste ist lang. Dann, nachdem ich das Raw-Spiel GoldenEye damals fasziniert hatte, habe ich mir alle anderen James Bond-Spiele von anderen Firmen gekauft, die allerdings nicht ganz so gut waren, haben mir trotzdem Spaß gemacht. Oh, hier noch ein weiteres extrem schweres Rennspiel, auch da gab es coole Cheats zu, wo ich nur die Welten verändern konnte optisch. Ah, stell dich mal wieder scharf. Und mache ich jetzt einfach nur als Liste für mich. Und da mal zeitweilig mein Mario Kart 64 verschwunden war, habe ich es mir nachgekauft gehabt, damit ich spielen konnte. Also habe ich jetzt zwei Versionen davon, ich weiß nicht mehr, welche meine ist. Die wahrscheinlich weniger beschädigte. Ja, und das sind die, die ich hier unten zum täglichen Gebrauch habe, damit ich das mal weiß und bemerken kann. Ja. Und dann nehme ich euch jetzt gleich mit ins obere Stockwerk, wo ich die ganzen Spiele habe, die aktuell nicht gebraucht werden. Bis gleich. So, jetzt befinden wir uns ein Stockwerk höher. Ich habe gerade festgestellt, dass ich nur noch 15 Minuten aufnehmen kann. Ich vergesse ständig, dass ich bei dem Ding hier eine Zeitbegrenzung habe. Nervt. Ja, jedenfalls bin ich jetzt über der Rümpelabteilung über meiner Haustreppe. Und in dieser Rümpelabteilung, wo ich Materie lagere, befindet sich eines der besten Konsolen im Menschheitsuniversum. Noch das Original, damals gekauft, 93. Nintendo und daneben gleich Super Nintendo im Morphin-Set. Da drüben eine von vier Playstation, die ich besitze. Und da komme ich eben nicht so gut rein, weswegen ich, wenn ich da rein müsste für das Zelda-Spiel nicht zeigen könnte. Denn Zelda-Spiele werden manchmal in der Limited Edition in einer goldenen Version rausgebracht. Und ich besitze die goldene Version von Zelda aus den 80ern. Das Modul ist wahrscheinlich heute 7 Milliarden Euro wert oder so. Und muss ich mal gucken, wo ich es habe. Aber erstmal jemand zu Nintendo 64 spielen. So, da stehen sie. Und gleich hole ich sie für euch raus. Ich wollte nur noch mal eine kleine Nebeninfo an meinen Zuschauer Sascha geben. Sascha! Systemkameras sind scheiße! Du kannst zum einen nur 30 Minuten aufnehmen und zum anderen nur 5 Minuten pausieren während einer Aufnahme. Beim Handy geht das unendlich. Deswegen ich in Zukunft wahrscheinlich mehr Videos mit meinem neuen Samsung Galaxy für euch aufnehmen werde. Jedoch brauche ich da noch eine Datenübertragungsgabe für den PC. Da kann ich für euch aktuell so viel aufnehmen, wie ich will, kriege die Daten auch nicht auf dem PC raus. Ja, und daneben sind auch ein paar Nintendo DS-Spiele und hier unten der gut situierte Rest der modernen Konsolen von GameCube und Xbox 360. Das sind die letzten Spiele, die ich hatte. Ich hatte mal die vierfache Menge, aber ich habe gut investiert in der Zeit. So, gleich geht's los. So, bevor ich jetzt anfange, muss ich doch noch mal ganz kurz über Systemkameras lästern. Also es kauft euch niemals eine Systemkamera, es sei denn, ihr wollt den Mond nah ranzoomen können. Ansonsten haben diese Dinger so gar keinen Sinn. Also so überhaupt nicht. So absolut nicht. Die haben nur Nachteile im Vergleich zu Handys. Jedes Handy heutzutage hat eine bessere Kamera als eine mehrere tausend Euro teure Systemkamera. Lasst euch das gesagt sein. Ich leide so unter der Systemkamera. Mein Bild flackert, weil es aus irgendwelchen Gründen kaputt gegangen ist. Ich kann nur 5 Minuten Pause drücken. Ich kann nur 30 Minuten aufnehmen. Es ist die Hölle. Aber ich will nicht zu viel Zeit verschwenden. Fangen wir mal langsam an. Und gucken wir mal, was wir hier so haben. Quake war damals in Deutschland indiziert, weil zu brutal. Habe ich aus der Videothek gekauft, da war das erlaubt. Heutzutage ist es nicht mehr indiziert. Okay, Quake 2 wohlgemerkt. Das war fett, Junge. Das hat Leistung gebraucht. Donkey Kong 64. Musstest du zusätzlich RAM ins Nintendo 64 einbauen, um das auch spielen zu können. Diddy Kong Racing. Ach. Wunderschönes Raw-Spiel, ein Rennspiel, ein Funracer, allerdings ist viel zu schwer. Das schwerste Funracer, den ich je in meinem Leben gespielt habe, so schwer sollte man Spiel nicht herstellen. Es sollte Gesetze geben, die ich zu schwer gespielt habe. Man kann es auch übertreiben. Test, ja, Low Budget 0815 Game. Das ist zum Beispiel sowas, was ich eigentlich verkaufen könnte. Ich dachte schon, beim Nintendo 64 ist alles heilig, aber solche Low-Budget-Spiele, die haben nicht so viel Spaß gemacht. Body Harvest musste ich mir zweimal kaufen, weil manche Spiele einen Bug hatten. Da hat sie zwar einen Endgegner besiegt, aber das Energiefeld ging nicht auf und du konntest nicht durchfliegen. Da kommen immer Löcher in Energiefelder rein. Das war übrigens die Leute, die später die GTA-Spiele hergestellt haben. Auch hier hast du schon relativ große freie Welten, tausende Fahrzeuge und Flugzeuge. Und wer den Vorgänger des allerersten dreidimensionalen GTA-Spiels und alle anderen GTA-Spiele kennen
lang möchte, spielt Body Harvest auf Nintendo 64 auch. Wie schon gesagt, ich musste mir das Modul jetzt zweimal kaufen, weil manche Module hatten diesen Bug. Und beim zweiten Modul konnte ich es dann durchspielen, als ich mir Body Harvest nochmal gekauft hatte. Ha, jetzt kommt schon das Highlight des Tages an meinen Lieblingszuschauer, der es ja schon im Namen hat, nämlich das hier. Zelda The Ocarina of Time. Ich besitze es fürs Nintendo 64, hab's da aber nie durchgespielt, hab das dann später in der erweiterten Version auf dem GameCube durchgespielt. Es gibt nämlich eine etwas abgewandelte Version. Manche sagen, es ist knifflicher, schwerer, habe ich jetzt auch nicht so empfunden, ich fand es einfach nur cooler. Die heißt Mastery Quest oder so. Und diese Mastery Quest habe ich dann durchgespielt. Die Mastery Quest hier von. Ich glaube, das Original habe ich weder auf dem Nintendo 64 noch auf GameCube durch. Aber die Mastery Quest Version von Zelda Ocarina of Time habe ich damals auf GameCube durchgespielt. Hat ultra Spaß gemacht. Aber mein Lieblings-Zelda von der Nintendo 64-Ära besitze ich nämlich leider, glaube ich, nicht für das Nintendo 64. Das konnte ich nur auf GameCube durchspielen, das muss ich mir dann neu kaufen. Das war nämlich Majora's Mask. Ich weiß nicht, ob das richtig ausspricht, oder Majora's Mask. Ha! Das hier habe ich mehrfach. Einmal für die PlayStation 1 und für das Nintendo 64. Hat ultra Spaß gemacht, ultra lustig. Die Grafik ist der letzte Dreck. Aber es ist ein unfreiwillig komisches Agentenspiel. So. Was haben wir noch Schönes? Oh, das wusste ich gar nicht, dass ich das besitze. Das habe ich nie gespielt. Das habe ich nur gekauft und anscheinend nie gespielt. Aber ich habe es vor kurzem nochmal in Reviews gesehen. Ich hätte es mir jetzt gekauft, weil ich es mal testen wollte. Es gibt nämlich manche Super Games, die damals sich großer Beliebtheit erfreuten, die ich auch nie besessen hatte. Die will ich jetzt nachträglich so ein bisschen zocken. Und da wäre das eines der wenigen, die ich mir nachgekauft hätte. Aber ich merke, ich hab's. Kann ich sofort spielen. Nehme ich da einen runter. So. Aber wie schon gesagt, ich würde jetzt als nächstes, wenn ich Super Mario 64 nehme ich durch. Aber ich spiele das nämlich aktuell durch. Habe schon wieder 80 Sterne. Oder Bahn 80. Und will dann, wenn ich Super Mario 64 durch habe, Majora's Mask nochmal durchspielen, was mein Lieblings-Zelda ist. Da geht mir voran ab. Auf Nintendo 64. Ich habe noch andere Lieblings-Zeldas, aber sie sind auf anderen Konsolen. Rayman 2? Ja, fand ich jetzt nicht so klasse. Auch Rayman 3 ist so überarbeitet worden, dass es richtig Spaß gemacht hat. Die Rayman-Spiele waren alle nicht sehr leicht. Weder auf der PlayStation noch auf N64. Hier. Ja, eins der besten Shooter, die existieren. Nachfolger von GoldenEye. Dann, ja, ich wollte unbedingt mal, nachdem ich mehrere Mario Partys für den GameCube hatte und auch schon zwei für sehr viel Geld verkauft habe, also die nehmen heute noch sehr viel Geld aus, das eine dann behalten. Falls ich nochmal mit jemandem ein Partyspiel spiele, es kommt alle 3 bis 4 Jahre einmal vor. Und da kann ich es noch auf Nintendo 64 machen, wenn ich es auf dem GameCube dann nicht mehr kann. Aber mein Lieblings-Mario Party habe ich auf dem GameCube trotzdem behalten. Hier ist die zweite Version übrigens von Body Harvest. So, noch schönes. Oh Gott, wie viele habe ich denn? Oh, die Wrestling-Spiele hatten damals eine beeindruckende Steuerung. Das ist schon der zweite Teil. Aber das reizt mich heutzutage nicht mehr. Beste Jump'n'Run im Universum. Banjo-Kazooie. Da kommt nicht dran. Also auch heutzutage ist und bleibt das Beste aller Zeiten. Echt cool. Das ist ja doch Quake 1. Echt, ist das Quake 1? Und dann. Ja, das war's auch schon. Das war der Vorgänger. Das andere, was ihr gesehen habt, das andere Wrestling-Spiel ist der Nachfolger. Oh, das war schon, genau. Ich wusste es. Und dann hatte ich mal eins, glaube ich, ausgeliehen aus der Videothek. Das hieß Snowboard Kids. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und da habe ich jetzt auch wieder dran gedacht, wegen dem hier. Ich verfolge nämlich einen YouTuber, der sich nur mit Nintendo 64 spielen, beziehungsweise generell nur mit Nintendo befasst. Und auch sehr viel Nintendo 64 zockt. Und durch dieses Snowboarding-Game habe ich an das Spiel gedacht, das hier Snowboard Kids. Das habe ich auch nur aus der Videothek ausgeliehen. Das will ich heutzutage auch besitzen. Das hat mir ultra Spaß gemacht. Wie schon gesagt, Rennspiele reizen mich nicht auf Dauer, dass ich das jetzt Tage am Stück und Wochen am Stück, aber immer mal wieder eine Runde macht mir ultra viel Spaß. Deswegen behalte ich auch meistens Vanguard Racer. Zum Beispiel habe ich, glaube ich, auch einen Vanguard Racer behalten für den GameCube. Aber wie schon gesagt, ob ich GameCube behalte, weiß ich nicht. Genau, Crash Tag Team Racing. Crash Bandicoot, Mario Kart, Dings, Gedöns. Ja, und auch GameCube habe ich schon. Wie viel sind denn das jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich habe mal 40 besessen. Jetzt habe ich noch 16 GameCube-Spiele. Und da ist wirklich nur die Creme de la Creme. Beziehungsweise, ich hätte sogar Resident Evil verkauft. Das würde ich heute da auf anderen Konsolen zocken. Ich hätte sogar Resident Evil verkauft, aber wert mein Spiel ab 18 los. eBay haut das immer wieder raus. Egal wie viele Regeln ich beachte und was ich dort eintippen muss, um das verkaufen zu dürfen ab 18. Spiel ab 18 ist nicht los. Auf einer anderen Plattform habe ich mich noch nicht zeitlich nicht befasst, weil keine Zeit, keine Energie und ihr wisst ja, wie so ist wie hier. So. Aber jetzt weiß ich, was ich noch mit runternehmen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich Ocarina of Time hier spielen werde auf Nintendo 64. Ich würde lieber die Mastery Quest spielen auf Nintendo 64. Aber das weiß ich alles noch nicht.
Aber jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt kann ich unten dann eine Liste machen, was ich wirklich besitze, was weg kann. Rayman könnte theoretisch weg. Diddy Kong, wie ich schon gesagt, macht irren Spaß, aber bockenschwer. Behalte ich auch, weil es mir sehr viel drauf geht. Die beiden Quake-Spiele könnten theoretisch gehen. Ja, jetzt, wenn ich so durchgehe, gucke. Und eine Body Harvest-Quest, da müsste ich allerdings Body Harvest durchspielen, um zu wissen, welche verpackt war. Genau. Und das Tasmania-Spiel. Es sind doch ein paar Spiele weg, jetzt, wo ich so durchgehe. Die bedeuten mir gar nicht. Manche, wie das Snowboard-Ding, habe ich nicht mehr gewusst, dass ich so besitze. So, jetzt kommt das Highlight des Tages. Ich habe mich wirklich erinnert, wo es steht. Es war nicht mit einer Nintendo-Verpackung, die ich mühsam von der Treppe hätte rauswischen, aus Beuteln packen, aus Karton packen müssen und irgendwo ausbreiten. Und ich habe aktuell keine Arbeitsflächen. Hätte es auf dem Boden machen müssen und das ist so heilig für Erde. Aber ich habe es tatsächlich noch gefunden. Das wertvollste Zelda-Modul, das jemals in der Menschheitsgeschichte erschaffen wurde. Für das allererste Nintendo, die allererste Nintendo-Konsole, die rauskam, das NES. In Japan hieß das Famicom. Famicom? Egal. Hier hieß es NES in Europa und glaube ich auch in Amerika. Und jetzt blende ich es theatralisch ein. Dam, dam. Dam, 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 dam. Also sprach Zarathustra jetzt einmal auf YouTube. Ich hoffe, ich habe es einmal mit hingekriegt. Das ist tatsächlich das allererste Zelda-Spiel, was je existiert hat. Und wie schon gesagt, ab und an haben die eine kleine Version goldener Module rausgebracht. Für Nintendo 64 kam ich damals nicht dran, ohne Internetzeiten. Sehr schwer, das in der Hand zu kriegen, aber hier war das fast schon der Standard. Und das ist ein goldenes Modul. Ich pack's gleich mal aus. Moment. So, und jetzt ähnlich theatralisch ein aus purem Gold gegossenes Videospiel-Modul. Dam, 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 dam. Kann ich mich drin sehen. So glänzt das. Hoffentlich sieht man meinen Penis nicht. Ja, das ist es im Grunde genommen. Ich glaube, das Spiel kam 80, 87 oder so auf dem Markt. 6, oh, da steht sogar 85 drauf. Ich habe es aber 93 gekauft, weil die beiden Nintendo-Konsolen schon in den frühen 90ern nach Europa kamen. 92, 93, 94 rum. Während die in Japan und Amerika schon später 80er oder Jahrzehntwende ankam. Ja. Was steht denn da hinten drauf? Nintendo. Made in Japan. 1985, ja. Das ist mein Modul. Es ist wirklich aus purem Gold gegossen. Und es klappert. Das Problem ist, wenn man solche Spiele lange liegen lässt, dann entlädt sich die Batterie. Aber die kann man noch fachmännisch öffnen und die Batterie wechseln. Oder sie lädt sich wieder durch die Konsole, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und wenn sich Staub ansammelt, mal kräftig reinpusten, dann läuft das wieder. Das war geile Technik. Die konntest du doch selber reparieren, obwohl es Mikroelektronik ist. Die musste man hier per Griff in einen Schacht schieben und dann nach unten drücken und dann war das Spiel eingerastet und konntest du losspielen. Hast es dann leider während des Spiels nicht gesehen. Das wäre dann in den späteren Zeiten beim Super Nintendo oder beim N64 besser gewesen, weil das Modul da oben drauf steckt. Aber es gibt auch eine NES-Version, da kannst du das Modul so draufstecken oder Nachmachkonsolen, wo du dir verhorsten kannst, irgendetwas, ja, das Raubkopieren gehört in asiatischen Raum, in Asien, gehört das fast zum guten Ton. Ja, es ist auch Konsolen, wo du einfach dieses Spiel aufspielen konntest. Trotzigerweise. So, ich habe noch 3 Minuten auf der Uhr. Wenn es aufhört, höre ich auf. Ich werde hier nicht schneiden, nicht rendern, nicht, ja, nicht. Ja, das ist mein Zelda-Spiel. Ihr könnt es erwerben, käuflich von mir. Aber der Betrag sollte 6-stellig aufwärts sein. Wie schon gesagt, ihr müsst immer aufpassen, dass ihr in der Spiegelung des Moduls nicht meinen Penis seht. I hope so, wenn ich das Video nachher angucke und feststelle, sieht mein Penis. Oh, peinlich, da muss ich ja doch schneiden. Ja, ich versuche, wenn es geht, nicht zu schneiden. Nintendo hat so komische Schrauben. Naja. Die kann man aber auch häufig erwerben. Und dann kann man das Modul aufschrauben, eine Batterie wechseln, falls es nicht mehr geht. Da ich nicht wusste, wie man speichert und die Gebrauchsanweisungen nur auf Englisch waren, ich als Kind, wie alt war ich? 7, 8, 9. Kein Gramm Englisch konnte und meine rotzehohen DDR-Bürger, meine DDR-Eltern, auch kein Gramm Englisch gelernt haben als DDR-Bürger in der DDR, konnten wir die Anleitung des Spiels nicht verstehen und wussten nicht, wie man was spielt, was man machen muss. Ich musste mir sogar ein Englischwörterbuch kaufen, um die Aufgaben einigermaßen zu verstehen. Und ich wusste nicht, dass man speichern kann. Denn 99,99% der Spiele, die in den Konsolen vor dem Nintendo 64 rauskamen,
hatten keine Speicherfunktion. Das hier hatte aber eins, weil es zu groß war, um das am Stück durchzuspielen. Und bis ich die herausgefunden habe, sind mehrere Jahre vergangen. Ich glaube, so 5-6 Jahre habe ich gebraucht, um herauszufinden, dass das Spiel eine Speicherfunktion hatte. Um das durchzuspielen, habe ich die Konsole einfach Tag-Nacht angelassen. Über Wochen, Monate. Da hat sich sogar das Bild verzerrt ab und an mal auf dem Fernsehen, hat sich groß und klein gemacht, weil die Konsole völlig überfordert war, weil die rund um die Uhr am Strom war. Stromausfall wäre nicht möglich gewesen. Ich wusste nicht, wie man speichert. Das kann nicht sein, dass die hier einen auf Englisch machen, in der Deutschen Demokratischen Republik, kurz nach der Grenze öffnen. Das geht gar nicht. Egal. So, ich filme gerade als deines Abschlussschmankel in den stockfinsteren Schrank rein. Und obwohl das Stubendeckenlicht an ist, seht ihr gar nichts. Deswegen habe ich gerade mein Handy geholt, um euch Abschluss mal richtig einen 80er-Schock zu geben. Ja. Da seht ihr alle NES-Module, die ich so besitze. Mario und Yoshi. Das ist auch, glaube ich, so eine Art Tetris-Nachmacher, weiß ich noch nicht mehr. Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 2 und Gremlins 2. Mehr habe ich nicht besessen. Und da links seht ihr Master System-Spiele. Und, was ist es noch? Mega 3-Spiele, genau. Konkurrenz quasi zu Nintendo damals. Und noch ein Buch. Alfred Adler, Menschenkenntnis. Das habe ich noch nicht verkauft. Das muss weg. Das geht gar nicht. Das hat sich da zwischen den Videospielen dazwischen geschlossen. Habe ich nicht verkauft. Ich wollte eigentlich nicht sämtliche Bücher verkauft haben, bis auf ganz wenige. Ich behalte meistens nur die Bücher, die ich geschenkt bekommen habe. Alle anderen kommen weg. Heute für mich nur noch Hörbuch. Wie schon gesagt, da hat man 24 Stunden mal gar nicht Zeit. Und wenn du schon ein Drittel deines Lebens damit verbringst, N64 zu spielen, ein Drittel deines Lebens damit verbringst, das Haus misst, ein Drittel deines Lebens damit verbringst, mit deiner Freundin unterwegs zu sein oder sie zu nageln, dann geht gar nichts anderes mehr. Also, ja, ein Bücher lesen ist für mich tabu. Ja, hab extra hier mein Handy geholt, um für euch zu leuchten. Das ist so, und da liegt nochmal eine schöne goldene Module. Ich bin froh, gleich wieder zwei Hände zu haben. Ihr wisst gar nicht, wie schwer es ein YouTuber hat, der immer mit einer Hand filmt und den Rest mit einer Hand macht. Ihr habt euch wohl meinen Sekundenlauf ab.